So, dann auch von mir willkommen zurück. Ja, wir sind heute mal wieder nach draußen. Special Szenario. Da hinten ist der Stocki. Da drüben läuft Herr Magellan. Hallo. Ja, Szenario: Schweden, Kanutour. Und das Kanu säuft ab. Ja, sie haben, oder wir haben quasi nur 7 Gegenstände retten können. Welche das sind, zeigen wir euch später. Jetzt heißt es erstmal, bevor es anfängt zu regnen und es noch windiger wird, Lager aufbauen. Ja, und dann Wärmeerhalt. Und dann geht's weiter. Meld mich nochmal. Da im Hintergrund, Lager steht soweit. Ja, es liegt noch in den letzten Zügen. Da wird aufgebaut. Ja. So, hier hinter mir wird gleich ein bisschen Feuer gemacht. Für den ersten Kaffee und für warme Finger. Gehen wir mal gucken. So, kommt mal mit. Hier baut dann Timo sein Bodensetup auf. Hey, danke fürs Helfen mit dem Knoten, echt. Ich habe jetzt zweimal den, wie heißt der Knoten? Ich kann mir die Namen auch nie merken. Top-Segel, Short-Stick oder so ähnlich. Also ja, irgendwie so. Ne? Also voll gute Unterstützung von Mario hier. Ich weiß nie, wie die Knoten heißen, ich weiß nur, wie sie gehen. Ja, um das da auch nochmal schön flach abzuspannen und die Knoten da rein. Ne? Ja. Das ist jetzt erste Lektion so des Tages für mich. Ja. Ja. Bodensetup. Hut ab. Ja. Ja. Hier ist dann mein Camp. Ja, ich habe hier meinen Rucksack quasi an einem Baum hier hängen. Und dann gucken wir mal da rein. Ja, da ist die Hängematte. Ja, hier quasi ein klassisches A-Frame. Gut, dann machen wir uns mal ein Käffchen. Ja, beim Stocki da hinten sieht es genauso aus. Da, ja, wie bei mir. Stocki, da sitzt er. Box wieder nicht dabei. Kämpft gerade mit Feuer. Ich freue mich jetzt schon. Ich will es noch nicht verraten. Aber die haben nachher eine Feuer-Challenge. So, Feuerchen brennt. Das kleine da drüben. Hier, wo der Rauch ist, aber keine Flammen. Ja, bei mir hört man es auch. Aber der Kaffee. Na, so, wie gesagt, Feuer ist an. Jetzt wird erstmal ein Kaffee gemacht. Ah, jetzt. So, da die Feuerchen ja schon schön brennen. Ich habe lecker gegessen, werde ich den beiden jetzt mal eine Challenge aufs Auge drücken. So, ihr zwei. Da wir ja in einer Survival-Situation leben hier, ne? Folgende Aufgabe: einmal Himmelsrichtung bestimmen und zum zweiten Falle bauen. Zum Falle bauen dürft ihr alles benutzen, was ihr hier findet, was ihr dabei habt. Ja, könnt ihr alles machen. Lasst euch was einfallen, wir sind gespannt. Ja. Okay. Na dann. Norden ist da. Ja, irgendwo. Norden ist irgendwo da. So. Ja. Wir werden mal schauen, wie sie es hinkriegen. Ja, bin gespannt. Ist auch oder was? Ja. Auch keins. Also ich habe vielleicht. So. Jetzt Feuerchen machen. Feuer Nummer 3, ne? Na, am Zug ist Magellan.
Mal gucken, wie er es hinkriegt. Jetzt soll der Dreibein nicht einfach mal weg. Also, Feuer anmachen hat geklappt. Hat er super hingekriegt, muss ich sagen. Super. Okay. Na, und vielleicht zu sehen gewesen, ne? Es ist nicht immer so leicht wie in manchen Videos gezeigt, weil mit Schneiden kann man das auch machen. Ne? Ich hätte auch das alles so schneiden können, ne? Ein Funken und das Feuer brennt. Wunderbar. So, jetzt heißt es schön, das Feuer langsam anfüttern. Langsam außenrum. Dass es auch schön weiter größer wird, dicker wird und länger hält. Dass man da nachher ein schönes Stückchen Fleisch drauf machen können oder eine Wurst. Oh ja, ich hab wieder Grillspieße dabei. Sehr geil. So, ja, da haben wir. Dann lassen wir das Feuer erstmal schön füttern und dann gucken wir später nochmal rein. So, die Jungs hatten ja die Aufgabe, Himmelsrichtung bestimmen. Ja, weil wenn man sich mal umguckt, hier ist ja nichts. Ja, keine markanten Punkte. Ja. Wir sind vor allen Dingen auch in der Senke drin. Also ich habe sonst immer gesagt, du gehst am besten auf einen erhöhten Punkt hoch, wo du dann die Totale hast. Und naja, gut, ich würde mich an der Sonne orientieren. Dann, ne? Die steht mittags im Süden, geht im Westen unter. Ich würde sonst sagen, ja, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen? Norden ist dann irgendwo da so. Damit liegst du zu 50% richtig, wenn du 180 Grad anzeigst. Ja, ganz genau. Also da ist auf jeden Fall ein Treffer dabei. Also grober Anhaltspunkt war richtig. Ja, mit der Sonne so ein bisschen. Ja, was kann man nehmen? Eine Uhr. Krass. Und das ist übrigens mein 7. Gegenstand. Eine Map, weil ich halt dann denke, es ist so ein Geografie-Ding. Irgendwie denke ich, ja, macht Sinn, wenn du unterwegs bist. Aber wir sind ja hier an einem Spot, also eigentlich voll stupid, genau, jetzt eine Karte dabei zu haben. Auch wenn sie sehr schön ist, die Wanderkarte. Ja, wollen wir das zeigen? Ja, zeig ruhig. Ja, da steht es drauf. Das ist die schöne Wanderkarte des Rhein-Sieg-Kreises. Und ja, norden wir jetzt mal ein, ne? Genau, jetzt wird die Karte eingenordet. Und dann dann wollen wir mal gucken, ob sie sich hier raus manövrieren können oder nicht. Ja, ups. Also wie gesagt, einfachstes Hilfsmittel ist eine Armbanduhr mit Minuten- und Stundenzeiger. So, und wie machen wir das? Ganz einfach. Wir haben hier auf der Uhr den Stundenzeiger. Wir haben jetzt da oben in der Richtung, da ist die Sonne. Auf die Sonne stelle ich jetzt hier den Stundenzeiger. Zwischen Stundenzeiger und der 12, die Hälfte davon, und quasi hier in der Richtung. Das sieht man das. Ne? Wenn du mal gerade hältst. Ja.
Also, da ist ja der Stundenzeiger. Ja. So. Und die Hälfte zwischen der 12 und dem Stundenzeiger, ja, quasi hier, ist in dieser Richtung, ist Süden. Also, ja, genau. Also, da wo jetzt quasi der Minutenzeiger hinzeigt, wäre hier sogar Norden. Also der Stundenzeiger steht in Richtung Sonne, wo die Sonne jetzt gerade aktuell ist. Richtig. Und die Hälfte zwischen dem Stundenzeiger aktuell und der 12. Aber welche Hälfte? Also die längere Hälfte oder die links davon, die Hälfte? Die Halbierung. Also, also wenn du links den Stundenzeiger nach links rumgehst, gegen den Uhrzeigersinn, dann gehst du in Richtung Osten. Nein. Ja, also die Hälfte davon zeigt immer in Richtung Süden. Ja, okay. Ja. So. Gut, also wäre dann da Süden. Ja. Und da wäre Norden. Ja, genau, da ist Norden. Also können wir hingehen und sagen, wir Norden ja. Die Map ein. Da wir ja jetzt wissen, in welche Richtung Norden ist. Ja. Und bei den Karten ist es meistens so, dass oben der Rand immer Norden ist. Ja, genau. Es kann sein, ja. Vielleicht bei irgendwelchen. Wenn das nicht so sein sollte, dann hat man irgendwo ein Kompass-Sternchen, ein Nordpfeil. Genau. Und da steht das dann drauf, wo Norden ist. Aber in der Regel sind diese Wanderkarten, oben ist immer Norden. Also haben wir dann hier Norden. Da Süden. Zack. Ja. Können wir ja morgen um 12 Uhr mittags dann auch nochmal überprüfen. Wollen wir uns einen Nordpfeil basteln, dass wir das schon mal haben ungefähr. Ja. Und wir befinden uns irgendwo hier. Ganz grob. Ja, hier ist, also hier in dem Bereich sind wir irgendwo. Na, Wolfsdorf, dann rechts davon. Hier, Seidenberg. Ja, da, sage ich dir, fast. Da. Ja. So. Gut. Das zu dem Thema Himmelsrichtung. Geht auch nicht nur mit der Uhr. Na? Man kann die Himmelsrichtung auch grob mit Moosbewachs an Bäumen. Ich zeige das mal ganz grob. Ja. Hier hätten wir so ein schönes Exemplar. Moosbewachs immer auf der südlichen Seite. Hier auf der nördlichen Seite. Weniger Moosbewachs. Ist aber ziemlich ungenau. Im Sommer kann man das noch mit Ameisenhügeln bestimmen. Ameisenhügeln, die irgendwo am Baum stehen, die werden immer im Süden gebaut, zur südlichen Ausrichtung. Ja, weil die Ameisen sind ja auch nicht doof. Da hat es was mit dem Klima zu tun und so weiter, im Ameisenhügel selber. Gut. Thema Falle. Fallenbau haben wir beschlossen, werden wir nicht machen, weil Fallenbau in Deutschland ist verboten. Ja, das Fangen von Tieren in Deutschland mit Falle ist verboten. Man kann das theoretisch anreißen, wie man das machen könnte. Ja, sprich, ich baue mir eine Schlingenfalle, ich baue mir eine Schlagfalle. Ja, so. Und das wollen wir einfach nicht machen. Ja, so. Das war nicht so funktional. Ja. So, jetzt ist mir noch was passiert. Na? Mir ist der Gürtelschnalle abgebrochen von meinem Messer. Das heißt, ich kann das jetzt hier nicht mehr an der Hose tragen. Aber hier im Wald, überall, hier liegen immer Bretter und da sind Nägel. Ich werde mir einen so einen Nagel schnappen, werde den da ins Feuer schmeißen, werde den heiß machen. Ich werde mir hier so ein Loch reinmachen und damit Paracord einfach eine Schnur durchziehen und das dann an die Hose hängen. Ja, mal gucken, wie das klappt, ne? Bin gespannt.
ich sag dann auch schon mal Guts Nächtle, ne, verabschiede mich hier mit dem kleinen Feuerchen. Wir lassen den Abend noch gemütlich ausklingen, hier ein bisschen nette Gespräche am Feuer und dann geht's nachher schön in die Haier. Wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao. Viele Monate später. So, guten Morgen. Nacht war ganz angenehm. Ich hatte hier, ne, meinen schönen Schlafsack aus dem Lidl. Und ich habe nicht gefroren. Grüße gehen raus an Gerrit und Andi. Ne? Also mein Schlafsack auf dem Lidl für 20 Euro, der war super. Ich habe null gefroren. Ne? Auch ohne Isomatte. Ja. Und jetzt hier Kaffee. Ne? Schon am Start. Feuer läuft für den nächsten Kaffee. Und dann gleich erstmal schön frühstücken. Dann heißt es gleich schon abbauen. Oh, Wetter ist total bescheiden. Hat die ganze Nacht geregnet, aber ich habe hier gut trocken gelegen. Oh, ja. Da drüben, ja, bei Magellan, Boden-Setup ohne Isomatte, nur im Schlafsack, ihm war was kalt. Oh, also ohne Isomatte macht er wohl nie wieder. Aber ist alles ein Lernprozess. Ne? Naja, gut, so, jetzt erstmal frühstücken und dann gleich abbauen. Gut, ich bin raus. Tschüss, euer Doc.